Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. Nach dreijähriger Pause haben wir endlich wieder mal die Möglichkeit, den großen Schweinfurter BRK-Flohmarkt durchzuführen. Ja, und wir sind sehr glücklich, dass auch das Wetter mitspielt. Der Platz ist nicht ganz ausverkauft, es sind noch wegen die Nachwehen der Corona-Zeit, aber über 500 Plätze sind verkauft und das Wetter hervorragend. Die Besucher, die haben auch scheinbar Nachholbedarf. Wir vom Roten Kreuz sind jedenfalls sehr zufrieden. Riedel, mir gibt es ja fast keinen Bikeplatz mehr, gell? Ja, die Bikesituation, die ist natürlich was Spezielles. Die Stadt bemüht sich zwar, wie auch beim Volksfest in Schweinfurt, dass hier die genügend Bikeplätze zusätzlich geschafft werden, am Kennedyring oder in der Niederwernerstraße. Aber wir müssen feststellen, dass leider auch die Bikeplätze, wo für Behinderte sind, dass die von Fremdbikern leider benutzt werden. Die Stadt Schweinfurt hat schon angekündigt, um 10 Uhr kommen die raus und tun mit 3 Mann aufschreiben vom Ordnungsamt. Und ich habe schon 3 Beschwerden vorliegen von berechtigten Leuten, die eigentlich so einen Platz in Anspruch nehmen könnten. Also gut, dann hoffen wir, dass das Wetter so bleibt und dass noch sehr viele Leute kommen können. Jawohl, also das Wetter ist ja noch weiterhin gut geplant und gut prognostiziert. Und wir können noch viele Besucher gerne versorgen. Wir haben ja unsere eigene Gastronomie auch.